Orgelspielen ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich fühle mich einfach so daheim hier in der Kirche als Kirchenmusikerin. Ich möchte das gut machen, ich möchte, dass die Leute gut mitsingen, dass die mitgenommen werden. Und ja, das ist für mich einfach wunderbar. Angefangen hat ihre Leidenschaft für das Orgelspiel bereits mit 15 Jahren. Als junges Mädchen nahm Christa Kohler Unterrichtsstunden beim Kirchenmusiker. Im Konservatorium in Augsburg erwartete sie schließlich eine ganz neue Welt. Doch erst mit dem Orgeldienst in ihrer Heimatpfarrei fühlte sich die heute 69-Jährige so richtig angekommen. St. Silvester in Zeisertshofen, die Orgel, der Klang, das alles macht sie glücklich. Seit über 50 Jahren spielt Christa Kohler nun schon die Kirchenorgel. Lediglich nach den Geburten ihrer 5 Kinder nahm sie sich hier und da mal eine kurze Auszeit. Viel mehr Freude bereitete es ihr aber, den Funken überspringen zu lassen auf ihre und viele andere Familien im Ort. Mit meinen Kindern zu musizieren war mir sehr wichtig. Und mit meinen Kindern kamen die Freunde von den Kindern. Und dann haben wir einfach zusammen musiziert. Dann haben wir Flöte gespielt und dann haben wir das in Gottesdienst eingebracht. Ich war dann im Liturgiekreis und habe gesagt, ja natürlich, wir können mit den Kindern musizieren. Und dann haben wir mit Orgelinstrumenten musiziert und dann ging eigentlich ganz viel los. Dann war ganz viel Leben und ganz viel Freude einfach da. Den Menschen Freude mit ihrer Musik bereiten, das ist ihr Anspruch. Deshalb gibt sie sich auch bei jedem einzelnen Gottesdienst viel Mühe mit der Auswahl der Lieder. Das schätzt Pfarrer Richard Dick sehr an seiner Organistin. Er lässt ihr gerne freie Hand bei der Gottesdienstgestaltung. Er vertraut Christa Kohler voll und ganz. Das wäre eine Kirche ohne Orgelspiel am Sonntag. Wäre fast eine Trauerveranstaltung. Aber mit Orgel ist das was ganz anderes. Unsere Organistin ist nicht nur ein Schatz, es ist ein Edelstein, ein Diamant. Einfach eine, die da ist, wenn man sie braucht und spielt, wenn man sie ruft. Und das hoffentlich noch viele Jahre lang, in schönen und in schweren Zeiten, als Orgelspielerin in Zeisertshofen. Es gibt Freude und es gibt auch Trost. Also in schweren Zeiten habe ich mich oft auf die Orgel geflüchtet und habe einfach den Kummer von der Seele gespielt.